erfreulich. Wir hätten gern den Passierschein A38. Eintragung einer Galeere oder sind Sie Herr Falsch? Wenden Sie sich an die Hafenkommandantur unten im Hafen. Wieso? Nein, wir wollen keine Galeere eintragen lassen. Wir wollen nur den Passierschein A38. Den Hafen finden Sie unterhalb der Stadt. Ein Hafen ist immer da, wo Wasser ist. Aber der Hafen ist uns schnurz egal. Wir wollen weiter nichts als den Passierschein A38. Hä? Den Passierschein A38! Was soll das Gebrülle? Benehmen Sie sich gefälligst. Befinden Sie sich vor allem, wer Sie sind? Da müssen Sie sich an Schalter einklemmen. Korridor links, letzte Tür rechts. Hauen Sie ab! Letzte Tür rechts. Ja, so hatte er gesagt. Aber rechts gibt es keine Tür. Vielleicht hat er sich geirrt. Wir versuchen es einfach mal hier. Wie können Sie hier ohne anzuklopfen einfach eintreten? Wir möchten gern zum Schalter 1. Schauen Sie auf dem Plan im 6. Stockwerk nach und machen Sie die Tür zu. Bei der Arbeit stören. So was. Können wir weitermachen, Fräulein? Treppen, nichts als Treppen. Lass uns weitergehen. Wir sind doch erst im 4. und wir müssen zum 6. Ah, da ist ja der Plan. Wer soll sich denn da zurechtfinden? Das werden wir gleich haben. Schalter Nummer 1 ist im Erdgeschoss, rechter Korridor. Was kann ich für Sie tun? Wir möchten gern den Passierschein A38 haben. Oh, da sind Sie hier falsch. Versuchen Sie mal Schalter 2. Gleich hier nebenan? Nein, das ist Schalter 8. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wo Nummer 2 ist. Fragen Sie den Pförtner. Aber ich suche Schalter 2. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen zur Hafenkommandantur. Ich pfeife auf Ihren Hafen. Ich will aber, meine Herren, es gibt hier Leute, die arbeiten. Was für Wünsche haben denn diese Herren? Ich werde aus Ihnen nicht schlau, Herr Präfekt. Mal wollen Sie das eine und dann wollen Sie wieder dasselbe. Wir suchen den Schalter Nummer 2. Den Schalter 2? Mal sehen, wo ist denn der eigentlich hingekommen? Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er, warten Sie mal, im 3. Stockwerk, Korridor B-Eingang 6, Herr Präfekt. Da haben Sie Ihre Auskunft, meine Herren. Noch genauer können Sie gar nicht informiert werden. Endlich wissen wir, wo wir hin müssen. Ich trau dem ganzen Braten nicht. Stell dir vor, da hat sie doch wirklich bei diesem phönizischen Händler den Stoff gekauft, um ihr Schlafzimmer damit auszustatten. Dann kann sie auch Tapeten auf den Marmor kleben. Das trau ich dir zu. Komische Einfälle hatte die schon immer. Dabei hat sie noch nicht mal das Geld, sich einen Sklaven zu leisten. Fräulein, entschuldigen Sie. Sie sagt immer, sie braucht keinen Sklaven, weil sie angeblich ihren Haushalt am liebsten selber macht. Aber die Situation ihres Mannes ist ja auch nicht gerade. Hey, Fräulein. Sie sehen doch, ich bin beschäftigt. Wo war ich stehen geblieben? Die Situation ihres Mannes. Ach ja, aber Claudius, du weißt doch, dass er ein Bauunternehmen für Viadukt hat. Mhm. Er hat Pech gehabt mit seinem letzten Viadukt. Hören Sie, Fräulein. Können Sie denn nicht warten, bis Sie dran sind? Was wollen Sie denn überhaupt? Den Passierschein A38. Haben Sie das blaue Formular? Blaues Formular? Nein. Wie wollen Sie denn dann den Passierschein A38 bekommen? Und wo bekomme ich das blaue Formular? Schalter 1. Auch das. Was soll ich dir sagen? Viadukt fertig und beim ersten Windstoß, krach! Eingestürzt? Es sind nur Ruinen übrig geblieben. Macht sich aber ganz hübsch in der Landschaft. Die Kollegin ist zu Tisch. Versuchen Sie mal Schalter 35 zu erfragen beim Pförtner. Sie fangen an, mich mit Ihrem Hafen zu langweilen. Mit diesem Formular müssen Sie das rosa Formular beantragen. Wieso denn nun wieder rosa? Ohne rosa Formular kein Passierschein A38. Schalter 12, Schiege B, Korridor J. Für das gelbe Formular?
Formularschalter 57. Stockwerk, Stiege K, Korridor W. Grünes Formularschalter 14. Erste Stockwerk, Stiege F, Korridor T. Hellbraunes Formular, Abfertigungsschalter 56. 6. Stockwerk, Stiege P, Korridor T. Grünes Formularschalter 42. 5. Stockwerk, Stiege Z, Korridor H. Hellbraunes Formularschalter 28. 2. Stockwerk, Stiege 5, Korridor S. Lila Formular. Hellbraunes Formular. Schluss jetzt! Hör auf, Obelix, sei vernünftig. Bitte lass den Quatsch, Obelix. Hier kommen wir nie mehr raus, Asterix. Hier kann uns nicht mal der Zaubertrank helfen. Hier verlieren wir unser letztes bisschen Verstand und werden Caesar-Sklaven. Kommt gar nicht in Frage. Du hast recht, mit dem Zaubertrank können wir hier keinen Blumentopf gewinnen. Ich habe eine Idee. Wir werden sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Du wirst sehen. Bin ich hier richtig für den Passierschein A39? Sie meinen A38? Nein, für den Passierschein A38. Nein, es handelt sich tatsächlich um den Passierschein A39, wie er im neuen Rundschreiben B65 festgelegt ist. Das neue Rundschreiben B65? Warten Sie mal. Sag mal, kennst du das neue Rundschreiben B65? Ein neues Rundschreiben B65? Ja, beinhalten die Passierschein A39. Nein, kenne ich nicht. Wir sollten mal in der Koordinationsabteilung des Zukunftsarchivs nachfragen. Ich glaube, das ist im 5. Stockwerk Stiege Z, Korridor Q. Nein, ich glaube, die sind jetzt im 2. Stock. Stiege H und dann den rechten Korridor M. Gehen wir hin? Ich gehe gern mit. Rundschreiben B65? Beinhalten Passierschein A39? Ja! Nein, da muss uns die Abteilung für provisorische Rundschreiben vergessen haben zu benachrichtigen. Versuchen Sie es im Erdgeschoss Korridor U. Ich komme gleich mal mit. Ein neues Rundschreiben und ist wohl nicht vorher benachrichtigt? Fragen wir den Bürovorsteher für nicht übertragbare Angelegenheiten. Wo sitzt der denn? Das sagt uns der Pförtner. Sie machen inzwischen weiter, Fräulein. Rundschreiben B65! Haben Sie was davon gehört? Ich bin jetzt später. Warum braucht denn keiner den Chef? Du bist doch Seid doch ruhig, Leute. Seid ruhig, bitte. Sagen Sie bitte. Was denn? Ich bin beschäftigt. Was wollen Sie eigentlich? Nur den Passierschein A38. Hier ist er doch. Und nun verschwinden Sie. Wir haben hier schließlich Wichtigeres zu tun. Ah!